Nun wird ja das PSA-Screening inzwischen auch von den Fachgesellschaften neu bewertet. Man sagt, es ist eigentlich sinnvoll, das zu machen. Einzelne Krankenkassen zahlen es auch schon, aber es ist noch nicht flächendeckend. Warum dauert denn das so lange? Ja, wir haben eine Situation in Deutschland, wo wir den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss haben. Die bewerten, die machen eine Nutzungsbewertung von Diagnostik bzw. Medikationen. Und das dauert fast 3 Jahre. Wir haben gerade hier gemeinsam reingeschaut. GBA befasst sich jetzt gerade mit dem PSA-Test. Und erst im Januar 2022, 3 Jahre von heute, werden die Ergebnisse erst vorgestellt, ob das in die Regelleistung hineingeht. Für mich als Politiker dauert das viel zu lange. Es muss schneller gehandelt werden. Die Evidenz liegen auf dem Tisch. Die Fachgesellschaften haben sich dazu geäußert. Jetzt ist der GBA dran, entsprechend auch die Nutzungsbewertung auch umzusetzen. Welche Rolle spielen denn private Initiativen wie die Prostatahilfe Deutschland für die Gesundheitspolitik? Sie spielen eigentlich eine ganz große Rolle. Die dienen zu einem, die Patienten können sich da versammeln, sich austauschen, fühlen sich nicht alleine. Aber auch eine Aufklärung in die Gesellschaft hinein ist möglich. Und das ist ja sehr wichtig, dass auch verstanden wird, was Krebserkrankung bedeutet und welches Leiden dahinter steht.